Ich möchte nun etwas sagen zu analogen Standardreglerschaltungen, die man benutzt. Das heißt, man hat typisch drei vom invertierenden Verstärker abgeleitete Regelschaltungen zur Realisierung der Regler. Diese werden häufig so umgesetzt, indem man eine Beschaltung für den sogenannten Error Amplifier, das heißt den OP, der als Regelverstärker im PWM-Control IC gedacht ist, beschaltet mit Widerständen, Kapazitäten, um die gewünschte Übertragungscharakteristik zu kriegen. Und wir wollen uns kurz angucken, welche Reglercharakteristiken sich dahinter verbergen aus Sicht der Definition der klassischen Übertragungsfunktion. Diese werden genannt eigentlich Typ 1, Typ 2 und Typ 3 Compensation Amplifier bzw. Regelverstärker. Listen wir das mal ganz kurz auf. Was ist der Typ 1? Der Typ 1 Regelverstärker ist eigentlich nur ein Integrierer, das heißt ein einfacher I-Regler. In diesem Fall hat die Reglerübertragungsfunktion, die wir benutzen, GR von S, das heißt die Form KI durch S bzw. 1 durch STN. Wann setzt man den ein? Praktisch eigentlich fast nie, weil der führt zu langsamen Systemen. Das heißt, wir haben hier ein relativ langsames Regelverhalten, weil wir tatsächlich immer PT2-Systeme haben und wir müssen dann unsere Durchtrittsfrequenz sehr niedrig legen, um diese mit einem I-Regler stabil zu kriegen. Das heißt, häufig macht man sowas nur für Prototypen oder wenn wirklich die Regelung sehr langsam sein darf. Manchmal kann man das benutzen für eine Stromregelschleife oder im diskontinuierlichen Betriebsmodus, wenn man ein PT1-Verhalten hat. Das war der erste Standardregler. Der zweite Standardregler wäre Typ 2. Kompensationsnetzwerk, das wäre im Prinzip ein PI-T1-Regler. Das heißt, dort kriegen wir eine Übertragungsfunktion des Reglers in folgender Form. Nennen wir es mal so: KR durch S mal 1 plus S durch Omega Z durch 1 plus S durch Omega P. Das ist also ein Regler mit zwei Polstellen, einer Nullstelle. Der klassische PI-Regler erweitert um ein zusätzliches PT1-Element, um für hohe Frequenzen Störungen weiter zu unterdrücken. Ansonsten ist das hier ein klassischer PI-Regler. Wo kann man den einsetzen? Den kann man einsetzen, falls man Regler macht für Current Mode Control, das heißt, wenn man für diese unterlagerte Stromregelung den Regler auslegt, beziehungsweise dort auch den Spannungsregler. Und man kann es im Voltage Mode manchmal einsetzen, falls der Ersatzserienwiderstand des Kondensators bekannt ist und ausreichend groß. Hat man einen Ausgangskondensator, wo man einen relativ großen Ersatzserienwiderstand hat, das relativ groß heißt hier im Vergleich zum Beispiel zu keramischen Kondensatoren, die sehr, sehr niedrige Ersatzserienwiderstände haben, dann kann man nämlich hier diesen PET1-Regler einsetzen mit dieser Voltage-Mode-Übertragungsfunktion, weil man dort zusätzlich eine ausreichende Phasenanhebung durch die Nullstelle des Ersatzserienwiderstandes kriegt. Ansonsten natürlich auch hier im PET1-Regler im diskontinuierlichen Betriebsmodus. Wofür ist der PET1-Regler bzw. dieses Typ 2 Kompensationsnetzwerk nicht geeignet? Es ist im Prinzip nicht geeignet, wenn wir Voltage Mode haben und einen kleinen Ersatzserienwiderstand haben, weil wir dann nicht die ausreichende Phasenanhebung kriegen. Auch dann müssten wir hier sozusagen den Regler gegebenenfalls zu langsam machen. Und das Letzte, was man dann hat, ist dann der Typ 3-Regler oder Typ 3 Error Amplifier, das ist, wie man es erwarten kann, sozusagen eine Variante eines PID-Reglers, aber eigentlich ein PIDT2-Regler. Das heißt, dieser wird eine Übertragungsfunktion haben in folgender Form: KR durch S mal 1 plus S durch Omega Z1 mal 1 plus S durch Omega Z2 durch 1 plus S durch Omega P1 und 1 plus S Omega P2. Das heißt, ein Regler mit drei Polstellen, zwei Nullstellen. Wir können jetzt mit diesen beiden Nullstellen eine Phasenanhebung machen und können damit dann auch etwas schwierig zu kompensierende Netzwerke, wie zum Beispiel Voltage Mode Übertragungsfunktionen kompensieren, wenn wir keramische Ausgangskondensatoren haben und eine zusätzliche Phasenanhebung benötigen. Das ist auch die Hauptanwendung. Also im Prinzip kann man den für alle Reglerbeschaltungen einsetzen, das ist nur manchmal halt dann vielleicht zu kompliziert an dieser Stelle, weil auch die meisten Komponenten hat, aber es ist generell sozusagen der Regler, den man einsetzen würde für eine Voltage-Mode-Regelung. Das heißt insbesondere
falls der ESR gegen 0 geht, das heißt, falls wir keramische Ausgangskondensatoren haben. Schauen wir uns an, wie die realisiert sind und wie auch die Bode-Diagramme aussehen. Das habe ich dann hier auch mal aufgelistet. Das heißt, hier der Typ 1 Regler würde man realisieren mit so einem invertierenden Verstärker, den wir als Integrierer beschaltet haben. Das heißt, wir haben hier die Integrationszeitkonstante R1 mal C1. Das heißt, diese Übertragungsfunktion, die man hier ausrechnet, wäre jetzt G von S oder eigentlich GR von S minus 1 durch S mal R1 mal C. Und das entspricht dann hier sozusagen unserem KI durch S mit KI gleich 1 durch R1 mal C1. Wobei jetzt hier sozusagen unterschlagen wäre, dass das zusätzliche Minuszeichen bzw. einer Nachstellzeit Tn, die R1 mal C1 ist. Vom Bode-Diagramm her natürlich ein reiner I-Regler, das heißt, wir haben hier einen Abfall mit minus 20 dB pro Dekade. Die Kennlinie im Amplitudenfrequenzgang schneidet die Parallele zur Frequenzachse durch die 0 dB-Linie am Punkt 1 durch 2 Pi R1 mal C, das ist dann für die Dimensionierung wichtig, und diese Schaltung erzeugt eine konstante Phasenverschiebung von minus 270 Grad, das heißt tatsächlich minus 180 Grad, die wir hier haben aufgrund des invertierenden Verstärkers, und die zusätzlichen 90 Grad Phasenverschiebung, die dieses integrierende Element macht. Tatsächlich, diese minus 180 Grad entstehen jetzt eigentlich kleinsignalmäßig dadurch, dass wir hier gleichzeitig den Soll-Ist-Wert-Vergleich an dem OP ausführen. Das heißt, an dem positiven Eingang wird die Referenzspannung als konstante Gleichspannung angelegt und an den invertierenden Eingang über den Widerstand R1 wird hier unsere Ausgangsspannung, das heißt die gemessene Ausgangsspannung des DC-DC-Wandlers, angelegt. Das heißt, der Spannungsteiler R1 zu R-Bias stellt ein, wie groß die Ausgangsspannung sein wird. Tatsächlich gilt DC-mäßig UA zu UREF, verhält sich wie der Spannungsteiler R1 durch R1 plus R-Bias. Für dynamische Vorgänge hat aber dieser R-Bias keine Rolle. Das heißt, für dynamische Vorgänge spielen bloß die Widerstände R1 und der Kondensator C1 eine Rolle. Dieser ist nur dafür da, um sozusagen gleichstrommäßig die konstante Gleichspannung einzustellen und somit für die Reglerdimensionierung irrelevant. Das gilt auch für die weiteren anderen Regler, die wir uns jetzt angucken. Das zweite ist dann der Typ 2 Regler, das heißt dieser PIT1 Regler. Das heißt, gegenüber dem normalen PI Regler mit einem OP realisiert hier mit einer zusätzlichen Kapazität C2 parallel zu der RC-Serienschaltung, die hier in der Rückführung des OPs angebracht ist. Auch hier der Widerstand R-Bias, der dynamisch vernachlässigbar ist, gleichzeitig der Soll-Ist-Wert-Vergleich. Und hier unten ist mal die Übertragungsfunktion ausgerechnet. Das heißt tatsächlich hier dieses I-Verhalten mit dieser Integrierverstärkung, das negative Vorzeichen, weil wir hier einen invertierenden Verstärker haben, und hier diese Kombination aus einer Nullstelle und einer Polstelle. Praktisch wird es häufig so sein, der Kondensator C2 wird sehr klein sein im Bereich einiger 10 bis weniger 100 Picofarad, wohingegen C1 vielleicht im Bereich einiger Nanofarad bis einiger 100 Nanofarad ist. Dann kann man in diese Übertragungsfunktion gewisse Vereinfachungen machen, falls C1 viel, viel größer als C2 ist. Dann ist zum Beispiel in dieser Summe hier der Term C1 überwiegend und hier in diesem Term überwiegt dann C2, und dadurch kann man dann hier diese Polstellen und Nullstellen einfacher ausrechenbar machen. Das heißt, hier folgt dann raus, diese Nullstelle ist bei Omega Z gleich 1 durch R1 mal C1 ungefähr, und diese Polstelle hier ist ungefähr bei 1 durch R1 mal C2. Das führt dann darauf, dass man sozusagen in diesem Bode-Diagramm diesen Verlauf relativ einfach mit dieser Knickkennliniennäherung annähern kann. Das heißt, wir haben ein integrierendes Verhalten. Wir beginnen bei F gegen 0 mit einer Steigung von minus 20 dB pro Dekade. Dann knicken wir ab dort, wo wir diese Nullstelle haben, kriegen dann den konstanten Verlauf, und der zweite entscheidende Faktor ist dann hier diese Polstelle, die dann wieder dafür sorgt, dass wir hier eine Abnahme kriegen, minus 20 dB oberhalb dieser zweiten Grenzfrequenz 1 durch 2 Pi R1 mal C. Im Bereich, wo wir diese konstante Verstärkung hier 20 mal den Logarithmus zur Basis 10 von R1 zu R2 haben, werden wir hier eine Phasenanhebung in Anführungszeichen kriegen, beziehungsweise eine Phasenverschiebung von nur minus 180 Grad, und in diesem Bereich muss dann die Durchtrittsfrequenz üblicherweise gelegt werden zur Anwendung dieses PIT1 Reglers, weil wir dort die minimale Phasenverschiebung haben. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein PI-Regler mit zusätzlicher
Polstelle, um jetzt hier für hohe Frequenzen den Betragsfrequenzgang kleiner zu machen. Das heißt, die Verstärkung für hohe Frequenzen für Störungen zu reduzieren, was durch diesen Kondensator C2 entsteht. Und auch hier spielt dieser Widerstand R-Bias keine Rolle. Und als letztes haben wir dann hier diesen PEDT2-Regler. Auch hier kann man wieder eine Näherungsbeziehung angeben. Wie gesagt, hier ist auch das Bode-Diagramm rechts dargestellt. Da möchte ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Das heißt, tatsächlich wird man das jetzt so auslegen. Da gibt es Faustformeln mehr oder weniger zunächst dafür. Wie legt man diese Polstellen und diese Nullstellen, um jetzt ein geeignetes Reglerverhalten zu kriegen? Das heißt, tatsächlich wird man üblicherweise die Nullstellen beide so legen. Beim Tiefsatzsteller im Voltage-Mode an der Stelle, wo wir das Abknicken des PT2-Elements haben, um dort die Polstellen zu kompensieren. Und diese Polstellen kann man dann nutzen, um seine gewünschte Phasenanhebung bzw. Phasenabsenkung hier zu definieren. Der Widerstand R-Bias spielt auch hier keine Rolle.